So, liebe Leute, es geht weiter mit den Dark Souls. Teil Nummer 4 wäre das. Stunde 2 bricht an, fast. Und wir starten auch hier. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir diesen Kollegen hier unten besiegen. Sehr weit sind wir noch nicht gekommen in dem Spiel. Aber so ist es halt, ne? Weil man das alles noch nicht so kennt, aber ich werde den jetzt einmal anlocken und dann werde ich halt einfach auf den drauf hüppen. So, jetzt zack. Das machen hier doch viele auch immer so. Feuer. Erst ab und dann drauf hüppen. So. Das hat schon mal ganz gut Schaden gemacht und er macht mich gleich auch. Alter! Alter! Ich höre, es läuft gut. Gewone-hitted. Es langt nicht, dass da nur der ist. Nee, es müssen auch noch 100 andere daneben sein. Und wieso starte ich jetzt von hier? Hä? Achso, das stimmt schon. Zwei von euch sind aber nicht so cool. Jungs, 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 entschuldigt. Ich muss mal kurz pumpen. Wieso? Nee, das war einfach nur von Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. So ein Zitat. Ich verstehe. Da hat jemand Hachi, als er Hachi getroffen hat, wurden sie umzingelt von Feinden und er hat gemeint, Auszeit. Ich muss kurz pumpen. Man greift da runter an seine Sneakers oder was auch immer es ist und pumpt da halt Luft rein. Ach so. Ich verstehe. Den Gag habe ich irgendwie nie ganz verstanden. Ich glaube, ja. das ist Zeitgeschichte. Glaube ich auch. Aber lustigerweise habe ich demnächst so eine Werbung gesehen von einem Schuh, wo man das wieder kann. Da musste ich sofort dran denken. So. Dann hat er gesagt, Einzeit. Wie ein Berserker, sage ich euch, Hinterteil voraus. Was ein Gag, Mann. Sagst du was? So. Jetzt hier wieder Kollege Schmalbart. Wo ist er denn? Hier ist er. Wenn dann nicht halt noch 100 andere kämen. Blöder Schädel. Oh Mann! Oh Mann! So, jetzt Backstabbing. Das kriegen wir hin, Leute. Nein, jetzt macht er seine Kackmagie. Ja, ja. Ah, danke ich doch. Scheiß Drecksmagie. Wenn du ihn backstabst, macht der Magie. Alter. Der hört auch nicht auf. Okay. Alter! Das gibt's doch nicht! Wie kann der mich da noch treffen? Da hat sich die Zunge aufgeblasen für besseren Halt im Schuh, schreibt jemand. So ist das. Verstehe. Okay. Weiß jetzt Bescheid, hoffe ich. Ja, also ich weiß, was er meint. Aber ich bezweifle, dass es cool war. Alter, ich habe, glaube ich, echt gerade viele Seelen liegen lassen. Mal wieder. Für den Anfang viele Seelen. Muss man ja immer dazu sagen. Ich habe vorhin auch sehr viele verloren, echt. So, machen wir das jetzt. Keine Gefangenen, sage ich immer. Keine Gefangenen.
Dummer Wichser, Herr. Was glaubt er eigentlich, dass er ist? Michael Jackson? Vielleicht. So. Sehr. Die 600. Ich verfranz mich hier wahrscheinlich schon wieder. Jetzt wegrennen. Oh Gott. Der wird ja seine Glut nicht. Also seine Glut. Sein Zauber von 100.000 Metern machen können. Boah, ich habe jetzt zwei Türen und bin mir uneinig, welche ich gehen soll. Ah, okay. Scheiße. Man hat eine Entscheidung abgenommen. Ach komm schon! So, jetzt nochmal. Dritter Backstep. Jetzt ist aber Schicht im Schacht. Alter. Aber der sieht so aus, als käme der nicht wieder. Hoffe ich einfach mal. Da ist ich glaube, du kannst auch dann außen rum gehen, wie gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bin dem dann nicht mehr. Oder vielleicht musste ich dann auch nicht mehr. Aber wer weiß das schon. No one knows what it's like. So, jetzt Rapia. Verliebt. Puh. Aber man muss auch sagen, die Zeit vergeht echt wie im Flug in diesem Spiel. Das ist ja ganz schlimm. Da guckt man einmal auf die Uhr und schon ist man 23. Warte, 30. Ich bin 23. Oh mein Gott, wen haben wir denn da? Wow. Ah, verrückter Mungo. Hey. Ah ja. Kenn ich schon. Ah, das ist... Alter, wo kommst du jetzt her? Ich raff das als nicht. Die hängen wahrscheinlich immer irgendwo an irgendwelchen Kanten, wo du nicht hinguckst. Das ist ja nicht mehr normal. Aber hübsch. Oh Mann. Ich sehe schon. Lass mich raten, in der Kirche wird mein Endgegner sein. Sag's frei raus. Ich kann's verkraften. Ich weiß nicht, ob es eine Kirche war. Ich weiß, es gibt eine Kirche, aber da ist, glaube ich, kein Gegner drin. Ach so. Oh Mann! Scheiße! Jetzt habe ich den Sprung verkackt und ich bin sehr, sehr tief gefallen. Nicht tödlich, aber sehr tief. Ah, wo war da? Da ist doch bestimmt eine Abkürzung oder ein Feuer oder irgendwas. Oh, da liegt was. Happy Treasure, grüne Blüte. Ah ja. Ich sehe, wo wir hingehen. Liebe Leute, ich sehe, wo wir hingehen. Alter! Und aus einem mach vier oder was? Wo kommt ihr jetzt her? Da gucke ich einmal kurz in den Chat während des Backsteps und aus einem Kacktyp. Ah, der Kerl, ja. Das ist tatsächlich unerwartet. Was ist da passiert? Scheiß Ich weiß nicht genau, wie das passiert, aber ich glaube, der Kerl summoned die. Summoned. Ich glaube, der beschwört die. Alter, ich hab den doch gekillt. Oh. Naja. Aber was hier. Ist, ich sehe schon, das ist meine Abkürzung des Vertrauens. Naja. Nee, auf dich habe ich eigentlich keine Lust. Nö, 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 nö. Lass mal weitergehen.
So, jetzt Alter. öffnen wir hier mal. Und wir sind. Eigentlich will ich doch auch nur ein Feuer. Ich bin auch schon wieder 100 Jahre unterwegs. Ah! Oh, Bastard. Und der sieht mir so aus, als wäre ihm kalt. Das täuscht. Können wir nicht einfach in Frieden leben? No. Scheiße. Komm, wir machen einen Deal. Ich gebe dir Glut und dann kriegen wir das schon wieder hin. Komm schon, Kackhorn. Bam. So, wir verstärken jetzt nämlich unsere Scherbe. Verscherben unsere Scherbe. Siehst du, das habe ich dann auch noch nicht gemacht. Ja, hast du mittlerweile gefunden? Nee, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als du die fandest, hatte ich eine andere gefunden. Natürlich. Kurz davor. Ich bin noch nicht zurückgegangen. Aber wir gehen jetzt zurück. Vielleicht können wir sogar auch nochmal aufsteigen. Oder was Vergleichbares. So, dann müssen wir hier hinten. Absteigen? Nein. Wir brauchen kein Schmieden, wir brauchen Verstärkung hier. Ja, zack. Ja, wunderschön. Wir können eigentlich auch noch unsere Zauber. Kann ich das hier sagen, dass es geht? Ja. Zauber einstimmen. Gott, was ist denn mit dir kaputt? Achso, nee, hä? Aber wie kann ich denn sagen, wie viele. Weil Magie brauche ich eigentlich gar nicht. Mache ich das auch bei dir? Was willst du machen? Na, man hat doch hier auch noch Estus Flakon zuweisen hier. Ich möchte 5 normale Estus Flakons, aber kein Magie Flakon. Weil ich benutze noch keine. Du hast schon 5? Na, jetzt habe ich 5, weil ich den Magie-Flakon umgemappt habe zu. Ne? Das geht? Ja. Machst du beim Schmied. Oh. Ich hätte mal mit ihm reden sollen. Ja, siehst du mal. Aber ich dachte mir, ich habe sowieso noch nichts zum Aufwerten, also. Ja, siehst du mal. So. Ich konnte meinen Blick sowieso nicht von der Frau lassen. Ja, ja. Ja, Leute. Freudig geht es hier weiter. Mir gefällt das Spiel übrigens sehr gut, weil danach gefragt wurde. Ich kann da nicht klagen. Komm, ich mach mal auch kaputt. Ich bin auch mal gespannt, ob hier die Gegner wieder nach einer Zeit nicht mehr wiederkommen. Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe übrigens keine Antwort darauf. Das würde ich gerne, dass du jetzt nicht weitermachst, bevor du diese Frage geklärt hast. Okay, frag doch den Chat. Nein, ich frage dich. Ich finde es nämlich nicht in Ordnung, dass du weiter bist wie ich. Weiter als? Weiter wie ich. Das ist ein Vergleich, der hinkt. Scheiße. Bist du der hinkende Bote oder was? Jetzt muss ich mich konzentrieren. Das Typ mit Axt, der mir ans Leibliche will. Oh, guck mal. Da liegt sogar noch was. Fuck! Meine Fresse! Jetzt lass mich. Oh Gott. Was mir übrigens gefallen würde, ein Remake vom ersten Teil. In der Grafik. Mir auch, glaube ich. Halte ich zwar für sinnlos, aber ich würde es mir auf jeden Fall zulegen und gerne spielen. Nee, die stehen da auf. Da drückt ein Mongo Pusher Mann. Feuer? Wie Feuer?
Achso. Ich hätte ganz gern mal wieder. Jetzt gucken wir mal nach dem Dicken. Der ist tatsächlich nicht einmalig. Ich könnte mich mal. Ich meine, du kannst auch gut um den drumherum rennen, aber. Geil geht anders, sag ich mal. Oh, Leiche plündern. Leichte Armbrust. Alter, okay, da kamst du her, du Nase. Schwanzakrobat, Mann. Da haut jemand auf eine Wand ein. Ich dachte. Vielleicht hatte der etwas gefunden, was ich nicht gefunden habe. Alter Mann. Okay, großes offenes Gebiet. Mir fürchtet es. Gehen wir runter oder gehen wir hoch? Oder gehen wir einfach mal geradeaus weiter? Ich glaube. Es gibt so viele Wege. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man hart drauf gehen kann. Alter. Sag mal, warum fällst du immer runter? Guter Mann. So kann es ja nichts werden mit uns. Alter. Wie viel? Wie viel Ausdauer die halt auch haben. Puh, einmal besiegt. Ich verzeichne ein Erfolgserlebnis. Der ist in den Abgrund ausgewichen. Ich habe Luzern gefunden. Okay. Ich gehe da jetzt durch. Lololo. Da sitzt jemand. Fuck! Alter Mann! Da sitzt jemand. Quatschen wir mit ihm oder ihr? Ist das etwa alter Kauz? Aber oh, das ist ja altes Liebchen. Verstehe ich nicht. Wenn du eine Frau bist, keine Ahnung. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their churning homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Ja. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Kleines Banner von Lothric. Hast du jenes auch bekommen? Ja. Da bin ich jetzt. Ist das diese Stelle, die du vor einer halben Stunde vielleicht mal gespielt hast, im Gedächtnis geblieben? Die kenne ich, ja. Das ist schön. Dann sehe ich fast Hoffnung für dich. Sind die jetzt weg? Nein. Hululu. Dann gehen wir doch mal ans Fuße dieser Mauer. Das ist ja schon fast Stealthy, was ich hier mache. Ein Selfie? Stealthy. Stealthy. Du hältst dich auch für der Allerwitzigste, oder? Ich bin... Was ist hier das wieder eine Nachricht? Mir gefällt das mit... Ist das etwa Rollen? Rollenspiel vielleicht. Uiuiui. Ich glaube, man hat mich entdeckt. Ah, okay, das ist nur so einer. Vor dem habe ich jetzt nicht so wahnsinnig Angst. Oh, shit. Timing! Ah, shit, jetzt kommen da zwei. Treten, schlagen. Alter, okay, jetzt könnt ihr mich aber mal am Arsch lecken.
Teilt er sich auch noch. Der heilt sich doch jetzt gleich wieder. Oh, verdammt. One done. One more to go. Oh Mann, ich will nicht so. Ich finde es nicht gut, so wie sich das hier gerade entwickelt mit meinen Tränken. Wie entwickelt es mit deinen Tränken? Was für Tränke? Meine Flakons. Ich habe nämlich immer keine. Beziehungsweise ich verbrauche immer sehr schnell. Das ärgert mich ein bisschen. Weil das, dem müsste nicht so sein. Aha, hier ist schon wieder so ein Spalt. Sagen wir Spalt. Ja, ich meine Vagina. Löst es, also. Bei manchen Männern Unwohlsein aus. Meine Kunst kann man, bezeichnet man weitgehend als vaginal. Ja. Okay, was erwartet mich jetzt? Wahrscheinlich Tod und Verderben. It's touchy. Oh oh. Oh oh, 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 oh oh. Alter, aber der Weg ist da, dahin ist auch ein bisschen ätzend. Nur so ein bisschen. Alter, Verwalter. Oh Gott, wer bist du denn? Wort von Nordwindtal. Er grüßt dich, Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. Alter. Der macht irgendwas mit mir, wenn er mich schlägt. Uiuiui. Okay. Rollen ist nicht die schlechteste Methode, sehe ich schon. Gegen den. Ach, bist du beim Boss? Ja. Okay. Ich war gerade in ein Gespräch vertieft. Das ist okay. Es gibt nur eine Problematik. Ich habe ja, kein Flakon. Ich würde ganz gern mal hier ein Feuer finden, Jungs. Scheiße. Und immer wenn ich einen Weg ganz weit entlang gegangen bin. Oh, irgendwas passiert mit dem. Nicht gut. Sterbe ich. Scheiße. Und dann laufe ich einen komplett anderen Weg. Das ist gut oder schlecht? Das ist schlecht. Gut, dass du vor dem keine Angst hast. Schreib bei mir. Ich habe aber nicht panische, aber ich habe Respekt, gebürtigen. Oh. Wenn wir da einfach ordentlicher hinkommen, sag ich mal, sehe ich kein Problem. Mit einem Flakon und ein bisschen Geduld kann man sich da schon ganz gut zurechtfinden. So. Oh! Leck mich! Wo? Überall. Das war eine ganz linke Nummer. Hab jetzt schon über die Hälfte des Lebens verloren, indem ich nur einen Treffer eingesteckt habe. Ich verstehe das nicht. Ich laufe 3 Stunden in eine Richtung, komme irgendwo an, sterbe. Dann laufe ich in die genau dieselbe Richtung, komme ganz woanders an und sterbe wieder. Ich glaube, und dazwischen habe ich kein Feuer gefunden. Ich würde behaupten, du hast einfach ein beschissenes Gedächtnis. Das
das kreide ich dir jetzt einfach mal an, dass du einfach ein beschissenes Gedächtnis hast, wenn du dich an Sachen, die nach Stunde weg sind, einfach nicht mehr erinnern kannst. Dann hast du einfach zu viel gesoffen und ein beschissenes Gedächtnis. Das ist ja keine Stunde weg gewesen. Umso schlimmer! Schon ein paar Stunden mehr länger her. Das glaube ich dir nicht. Ich habe jetzt schon 2 Flakons benutzt, ohne was zu reißen. Okay, was macht er jetzt? Okay. Alter, es ist okay. Es ist okay. Darf ich vielleicht aufstehen? Was passiert jetzt? Ich renne einfach weg, soweit es geht. Aber die Musik ist wieder epic und das auf Maximum. Alter! Okay. Ja, die Musik ist wieder super. Ich halt auch keinen Schaden austeil. Wieder mal der letzte Flakon. Haben wir es jetzt? Was passiert da? Okay, er macht einfach mal einen fucking Fernangriff. Ja gut, das ist verloren. Meine Damen und Herren, danke dafür. Erfrierung. Ja, Gott sei es gepfiffen. Dabei ist der Anfang gar nicht so schwer. Jetzt ist die Frage... Mach dir nichts draus. Ich bin bei dem Aufwurf gestorben. Das freut mich. Beziehungsweise, das gibt mir Hoffnung. Weil die zweite Phase halt echt fies ist. Die erste geht ja noch, aber die zweite ist echt gemein. Ja, jetzt guckt er mich hier die ganze Zeit an. Gibt's. Ich darf halt auch nicht schon 5 Flakons am Anfang verdödeln. Dann geht es auch. Huh. He's a bad motherfucker. Na? So. War ich zu schnell. Schneller Propeller. So, hier spurten wir einmal durch. Das haben wir gelernt. Das können wir. Ja, da kommen sie uns nicht hinterher. Ich bräuchte halt echt Kondition. Daran mangelt's. So. Affe geht's. Sie haben schon mal zurückerlangt. Und jetzt frohen Mutes voran. Oh shit. That wasn't so nice.
Wir müssen eigentlich Schluss machen, aber wir versuchen das jetzt noch. Hier, weg, 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 weg. Sonst gibt es ganz fiesen Gefrierbrand und das wollen wir natürlich nicht. Das ist halt eine Nigger-Geschichte hier. Ich meine, Schwarzen. Alter, der trifft mich halt immer. Shit. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Das heißt, wir können uns heilen. Irgendwas passiert. Alter! Shit. Jetzt mache ich auch noch den Witcher-Fehler. Und die Xbox 360 meldet sich. Wieso meldet die sich jetzt? Wie sie denn? Ich weiß es nicht. Hat sie Geburtstag und du hast sie nicht gratuliert? Weiß ich nicht. Scheiße, hat mich gekillt mal wieder. So, liebe Leute. Das war ein trauriges Ende. Wir machen kurz eine Pause. Ich guck, was die Xbox von mir will. Warum das DVD-Laufwerk einfach immer auf und zu geht. Und danach sehen wir uns gleich wieder. Also dran geblieben.